Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Bades Baumdienst. Heute wird's technisch, Henny, oder? Heute wird's auf jeden Fall technisch, ja. Es geht um folgendes Modell. Genau, es geht um den Twin Trailer. Ihr wolltet es ja lange sehen und heute ist es soweit. Wir gehen mal in die Details, was an unserem Twin Trailer verändert wurde. Henny, der hatte sich ja, als es hieß, wir brauchen einen neuen, ein bisschen hingesetzt und sich mal überlegt, wie kann man den denn noch verbessern, was wäre optimaler, was wäre geil. Wir nennen den jetzt halt die Arboristen-Variante, weil der genau für unseren Job optimiert ist in allen Belangen. Was genau, würde ich sagen, erzählt euch jetzt der Henny. Heute geht es ja um den Twin Trailer. Wir haben den verändern lassen. Wir hatten ja schon mal einen Twin Trailer gehabt, der für uns aber nicht sehr optimal war. Also nicht, sagen wir mal, nicht 100% optimal für uns. Jetzt hatten wir die Chance, tatsächlich nochmal einen neuen Anhänger uns zu kaufen. Und den haben wir jetzt nach unserem Belang quasi in unseren Vorstellungen komplett ändern lassen. Ich hatte mit Twin Trailer öfter telefoniert, um zu erfragen, ob es möglich ist, den Anhänger komplett anders nach Deutschland zu liefern. Daraufhin verneinte man es, weil dieser Anhänger keine CE-Zulassung bekommt, so verändert wie er ist, um ihn nach Deutschland einzuführen. Ja, dann musste auf jeden Fall eine andere Lösung her. Dann haben wir uns eine Firma gesucht, die Twin Trailer vertreibt, die aber auch gleichzeitig Umbauten macht für Anhänger. Und mit denen haben wir uns dann längere Zeit ins Benehmen gesetzt und haben einen Plan geschmiedet, was wir machen können, um den Anhänger so umzubauen, dass er für uns quasi tatsächlich perfekt ist. Mir war auf jeden Fall wichtig, dass der Anhänger höher wird als der Originalanhänger. Und er sollte aber auf jeden Fall auch nicht aussehen, als wäre er umgebaut. War mir auf jeden Fall auch wichtig. Und ja, somit haben wir uns zusammengesetzt, haben einen Plan gemacht, was wir machen können. Und der Hängerbauer hat gesagt, kein Problem, das können wir auf jeden Fall angehen. Was wir dann auch gemacht haben, er hat sich schlau gemacht, was für Materialien er braucht. Originalmaterialien, natürlich auch nicht zu viel kaufen und auch nicht zu viel verschneiden, weil es natürlich auch alles recht teuer und der Anhänger ist sowieso schon recht teuer. Wie man ja sieht, quasi ist ein kompletter Aufsatz erhöht worden, ringsherum, logischerweise, dass wir einen schönen großen Kasten haben. Wir haben den Vorteil, wir können in dem Anhänger jetzt stehen. Der Anhänger hat von oben eine sehr massive, derbe LKW-Plane, die beim Häcksel natürlich schützt, dass das Zugfahrzeug nicht beschädigt wird. Was bei dem vorderen Anhänger, den ersten, den wir hatten, immer das Problem war, egal wie wir den Anhänger gekippt haben, beim Häckseln, dadurch, dass halt so viel Wucht da rauskommt, fliegt es meistens doch vorne drüber und das Zugfahrzeug kann halt doch Schäden davontragen. Ja, entweder Einschläge, Dellen, Beulen, was auch immer, ist in dem Fall nicht schön gewesen. So, in dem Fall jetzt haben wir das verändert. Wir haben unseren Häcksler so umgebaut, dass wir direkt reinhäckseln können bis nach oben. Das war auch ganz wichtig, je nachdem wie der Häcksler im Auswurf steht, muss der Hänger natürlich auch optimal befüllt werden. Am Anfang war es mit unserem Häcksler so, dass es nicht so optimal funktioniert hat, wie wir uns jetzt gedacht haben. Daraufhin mussten wir noch eine Kleinigkeit am Häcksler ändern, den Auswurf mussten wir nochmal verändern. Aber so wie es jetzt ist, ist es optimal. Wir können den Anhänger tatsächlich bis zur Decke oben mit Holzhäcksel füllen, bis hinten, bis zur Tür eigentlich. Ja, und somit haben wir den Raum auch komplett im vollen Umfang und Volumen auch nutzen können. Ja, wenn man mal guckt, kann ja mal hinten die Tür aufmachen. An der hinteren Bordwand ist leider das Problem, wir reden ja hier von Aluminiumplatten, die relativ schnell beschädigt werden durch diesen massiven Druck, der aus dem Häcksler kommt. Wenn die Holzspäne hinten da reinschießen, hat man mit Sicherheit innerhalb von einer Woche einen massiven Schaden hinten an der Wand. Somit haben wir uns auch einen Plan gemacht mit dem Anhängerbauer, der halt auch Pferdeanhänger umbaut und baut. Der hat ein spezielles Material mir empfohlen, was letztendlich hinten an der Wand gegengenietet wurde. Das ist eigentlich für Pferde, wenn die halt in ihrem Anhänger austreten, dass diese Wände nicht beschädigen und kaputt machen. Von diesem Material haben wir jetzt quasi uns vorne die Wand komplett beplanken lassen, dass wenn das Häcksel dort
gegenfliegt, unsere Aluminiumwand tatsächlich vorne auch nicht beschädigt wird. Ja, also da muss schon wirklich viel passieren, dass da Einschläge kommen. Ja, wir haben den Anhänger jetzt anderthalb Jahre ungefähr, würde ich sagen. Knapp zwei Jahre. Und ja, siehe da, tatsächlich, die Wände sind echt massiv. Auch an den Wänden selbst siehst du keine Einschläge, auch noch gar nichts. Also völlig spurenfrei von all dem, was dagegen geflogen ist. Und daher kann ich auf jeden Fall das Material echt empfehlen. Hält es eigentlich für immer. Und nicht vergessen, liken, abonnieren, kommentieren, Glocke läuten und Quatsch reden. Wir hatten vorher Aluminiumstangen oben an der Oberkante, vier Stück, dass die LKW-Plane nicht durchhängt, war jetzt nicht optimal. Das Problem ist natürlich, wenn es regnet, die Plane ist schon sehr, sehr schwer und es bilden sich doch Säcke. Ist so, dass diese Aluminiumstangen im Laufe der Zeit doch etwas verbogen sind und sich auch immer wieder verstellt haben, war nicht optimal. Somit haben wir jetzt nochmal einen Umbau gemacht, einen kleinen Umbau. Wir haben jetzt von einem Metallbauer uns aus Edelstahl nochmal quasi ein Dach bauen lassen. Auch nicht vier Querstreben, sondern diesmal fünf, damit es noch ein bisschen besser verteilt ist. Was auch den Vorteil hat, dass wenn wir beide Türen aufmachen, ich kann ja die Tür hier nochmal aufmachen, ist es ja so, dass die Wand wird ja im Grunde nur hier unten gehalten. Ja, jetzt kann man sich natürlich vorstellen, ist das ja ein massiver Hebel. Und wenn wir quasi die Türen offen haben und diese Wand nicht mehr erhalten wird und wir den Häckselbiss nach hinten haben, ist natürlich ein unheimlicher Druck. Ja. Durch diesen unheimlichen Druck passiert es natürlich, dass diese Schiene, die hier drin ist, die ja unsere LKW-Plane hält, rausgekommen ist und leicht runtergefallen ist. Das hat man erst gar nicht gesehen, aber beim Türen schließen haben die Türen nicht mehr geschlossen. Das war immer das Problem. Also man musste das immer wieder einhaken. Ist ein bisschen nervig, einfach. Ja. Mit der Lösung, die wir jetzt haben, mit diesen Edelstahlstreben, die halt übers Aluminiumprofil drüber gehen, haben wir diese Probleme jetzt nicht mehr. Gleichzeitig ist natürlich auch noch eine wahnsinnige Zusatzstabilität über die gesamte Länge des Hängers. Und somit ist es ein wahnsinnig robuster Kasten, kann man sagen. Wir haben jetzt den Vorteil natürlich, wir können drinnen stehen, müssen uns nicht mehr bücken. Man stößt sich nicht mehr den Kopf, auch wenn wir den Helm aufhaben. Wir zumindest nicht mehr. Ich sag mal so, bis Leute, die 1,80 groß sind, stoßen sich hier drin nicht mehr den Kopf, auch wenn sie einen Helm aufhaben. Du kannst dich hier natürlich geschützt in den Hänger stellen. Du kannst auch deine Fräse, deinen Häcksler, selbst unseren First-Häcksler, sage ich es mal, haben wir jetzt die Chance, auch hier reinzufahren. Wir können halt super schnell die LKW-Plane nach vorne rollen, können die Edelstahlstreben, die sind nicht befestigt, die können wir auch super schnell abnehmen und auch einfach in den Anhänger legen und können halt auch Großtechnik reinfahren, was auch kein Problem ist. Jetzt muss man dazu sagen, dass der Häcksler auch so reinpassen würde, aber durch den Lichtmast von uns, da passt er halt so nicht rein. Genau. Da müssen wir dann oben die Streben abnehmen. Ansonsten würdest du den Häcksler auch so reinbekommen. Ja. Genau, das wäre sonst eigentlich kein Problem. Ja, an dem Anhänger haben wir uns auch hinten an den Rückfahrscheinwerfern oder an den Scheinwerfern für den robusten Schutz entschieden. Der ist in Deutschland eigentlich nicht zugelassen laut Hersteller, weil es ja ein holländischer Anhängerhersteller. In Holland ist er zugelassen, in Deutschland wohl nicht. Allerdings war mir das auch egal, weil Fakt ist auf jeden Fall, wenn wir hier Stammholz kippen, es ist oftmals so, dass das Stammholz tatsächlich auch immer noch irgendwo nach hinten rollt und den Scheinwerfer halt beschädigen kann. Ja. Und das ist wirklich eine extrem robuste Variante. Da wirst du nie wieder Probleme haben. Nie wieder wirst du einen kaputten Scheinwerfer oder sonst was haben. Und er lässt sich super leicht demontieren. Das heißt, wenn wirklich mal irgendwas ist, gibt ja unterschiedliche Varianten. Gibt ja diese Variante mit normalen Leuchtmitteln, sage ich jetzt mal. Und eine LED-Variante. In dem Fall haben wir die LED-Variante, die etwas bessere Variante genommen. Weil du dann halt keine Probleme hast, weil die Leuchtmittel haben immer das Problem, durch Erschütterung wird dieser Faden, der da drin ist, halt irgendwann doch beschädigt und dann hast du halt doch irgendwann mal ein Problem und irgendwas funktioniert nicht. Und ich meine, wir kennen es selber, gerade wenn es dann dunkel wird in der Winterzeit, ist es meistens so, dass es genau dann passiert und du ständig da in der Kälte rumsitzt und wieder Leuchtmittel tauschen musst, dann ist das Material spröde, dir bricht hinten was kaputt.
Und durch die LED-Variante hast du das Problem halt gar nicht mehr. Ja, Beleuchtung. Unser erster Trailer hatte ja quasi keine Beleuchtung. Und der Unfall, der damals passiert ist, passierte ja auch im Winter. Ist meistens eine dunkle Zeit. Dafür haben wir uns auch dafür entschieden, diesem Anhänger auch eine Beleuchtung zu verpassen. Dass er halt auch gesehen wird. Ja, ich glaube, das ist auch ganz gut gelungen. Ich kann ja mal die Türen zumachen, können wir das nochmal vorstellen hier. Geht ja schon los mit den Reflektoren jetzt komplett hinten dran. Ja. Ist jetzt im Hellen natürlich nicht zu erkennen. Der gesamte Rahmen des Hängers ringsrum, der hat wie bei den LKWs meistens auch mittlerweile Standard ist, Reflektoren dran, dass wenn einer hinter dir fährt mit Licht, dass das in der Silhouette komplett zu erkennen ja, ist. Ja, hier dieser gelbe Streifen, der geht halt ringsum einmal. Und im Dunkeln sieht man halt den kompletten Kasten. Selbst wenn das Licht nicht leuchtet, wenn er angestrahlt wird, erkennt man die Dimension des Anhängers schon ganz gut. Ja, in dem Fall, wie gesagt, ist der Hänger jetzt beleuchtet. Von hinten in Rot, so wie es sich hört. Nach vorne gehend in Weiß und an der Seite in Orange. Ja, ist alles integriert in der Leuchte. Seitlich Orange, hinten Rot und nach vorne scheint er Weiß. Somit ist der Anhänger von jeder Position aus, von schräg vorne bis seitlich bis nach hinten, immer deutlich zu erkennen, auch von der Größe her. Normalerweise hat der Twin-Trailer hier an der Seite nur Katzenaugen, die im Grunde auch strahlen, genauso wie die gelbe, ich sag mal, Reflektionsleiste, die wir hier haben. Wollte ich auch nicht. Ich wollte, dass es wirklich leuchtet, dass auch selbst wenn es nicht angestrahlt wird, man die Silhouette des Hängers auch lichttechnisch erkennt. Das haben wir ringsum. Und so ist er auch im Dunkeln wirklich super gut zu sehen. Und somit, ja, denke mal, ist die Unfallgefahr im Dunkeln halt noch geringer. So, das waren jetzt die Geschichten, die von uns gekommen sind. Jetzt können wir noch kurz auf die Sachen eingehen, die ja standardmäßig von Twin Trailer verbaut werden, die wir auch haben verbauen lassen. Dann seid da kurz noch mal im Bilde, was jetzt alles an diesem Trailer. Ach, wir haben ja noch eins vergessen. Tatsache. Unser Ersatzrad. Stimmt, das ist ja serienmäßig auch nicht dran, ne? Nee. Dann gehen wir mal kurz aufs Ersatzrad ein. Genau. Ja, unser Ersatzrad. Gibt es serienmäßig auch nicht bei Twin Trailer so. Bei Twin Trailer ist es vorgesehen, dass das Ersatzrad unter der Ladefläche ist. Muss ich aber ganz ehrlich sagen, wenn ich eine Panne auf der Straße habe, mein Anhänger vollgeladen ist, würde ich niemals auf die Idee kommen, das Ersatzrad da unten rauszuholen. Ich müsste mich ja wie entweder komplett unter den Anhänger legen, um das Ersatzrad zu lösen, oder komplett hochfahren bei der Last, um das Ding da rauszuholen. Ist meines Erachtens völlig, also einfach schlecht. Ja. In dem Fall haben wir uns auch was einfallen lassen. Dadurch, dass wir in Deutschland sind und wir ja Rechtsverkehr haben, haben wir das Reserverad hier hinten anbauen lassen, auf der rechten Seite, dass wenn wir wirklich eine Panne haben, wir immer nicht auf der Straßenseite sind, sondern auf der rechten Fahrbahnseite das Ersatzrad abbauen können und an der richtigen Stelle montieren können. Wir haben uns entschieden, einen Radschutz noch mit anfertigen zu lassen. Weil das Problem ist natürlich durch Sonneneinstrahlung, so ein Reserverad, wenn es nicht benutzt wird, natürlich unheimlich schnell porös wird und halt dann auch nicht mehr funktionsfähig ist. Deswegen haben wir uns für die Variante entschieden und ich muss auch ehrlich sagen. Da wird man sicher sein, wir haben hier einen Windschutz drauf. Und ich muss sagen, ist auch eine optisch schöne Geschichte. Das Reserverad ist schön geschützt. Er wird nicht dreckig, was ja auch immer wichtig ist, weil ich sag mal, im Winter kommt natürlich auch viel Salz ran. Gerade durchs Zugfahrzeug, das wirbelt alles auf. Ist ein schöner Schutz. Und somit hat man auch, ich sag mal, immer ein intaktes Reserverad, was zu jeder Zeit benutzbar ist. Ja, hier ist ja auch nochmal zu erwähnen, die Reflektoren, die komplett, das ist ja auch vorgeschrieben mittlerweile, am Hänger dran sind, aber hier zusätzlich noch unten auch an der Deichsel, dass auch der letzte, nennen wir mal beim Namen, Idiot, nicht über der Deichsel stolpern kann, wenn das Ding irgendwo am Straßenrand steht. Mittlerweile haben wir ja dazugelernt. Wir wissen auch, so dumm kannst du nicht denken, wie es am Ende kommt, aber man will zumindest sich nicht vorwerfen, dass man nicht alle dafür getan hat. Auch hier vorne Reflektionsfolie in Weiß, ja. Um die den gesamten Rahmen einmal nochmal komplett die Silhouette nachzieht. Also vom Prinzip
mehr kann man nicht machen. Im Prinzip ist es dicken halber Weihnachtsbaum mittlerweile. Aber sieht auch geil aus, ne? Genau, finde ich auch. Ja. Okay. Die Details, die serienmäßig jetzt dran sind, die wir am alten Twin Trailer ja auch schon hatten, sind natürlich die Stauboxen. Ganz klar, ganz wichtig. Zoogurte etc. pp. Sind wasserdicht, die Kisten. Auch wichtig. Hat bisher auch immer super funktioniert, ne, Henny? Ja, absolut. Kann man nicht sagen. Völlig trocken. Kannst du immer aufmachen. Aus Edelstahl. Ja. Ach, schön, genau. Da können wir auch noch mal drauf eingehen. Hatten wir ja beim Reifenwechsel schon mal erwähnt. Das Ding, das haben wir dazu genommen. Denn wenn du einen beladenen Hänger beim Reifenwechsel mal versuchst, mit dem Wagenheber anzuheben. Das ist eine schlechte Idee auf jeden Fall, weil die Gefahr besteht, dass du den ganzen Rahmen vom Anhänger verziehst. Ja. Weil wo willst denn du ansetzen mit dem Wagenheber? Richtig. Hier genau. Kannst du drauffahren einfach. Ja. Mit der entsprechenden Achse vorne kannst du ja durch die Trailerfunktion, die werden wir euch später nochmal kurz zeigen, den Reifen wechseln, aber hinten natürlich nicht. Und im sinnvollsten oder die sinnvollste Variante ist jetzt natürlich, wenn du einfach immer rufffährst auf das Ding und dann stehen die anderen Reifen frei und dann kannst du das entspannt wechseln. Ja, genau so ist es. Ja, wo wir denn dabei sind, würde ich sagen, zum Schluss zeigen wir euch noch ein paar Kleinigkeiten von dem ganzen Gerät. Aber ansonsten werden wir eigentlich durch, oder Henny? Ja, werden wir durch. Dann verabschieden wir uns schon mal, werden euch noch ein paar Trailerfunktionen und so zeigen. Und vielleicht noch 2-3 Szenen aus dem Praxiseinsatz. Die meisten von euch kennt es ja eh schon. Aber ich würde sagen, dann seid ihr jetzt mal voll im Bilde. Im Bilde. Genau so ist es. Ach so, vielleicht noch zum Kostenfaktor. Wir waren jetzt roundabout mit dem Umbau bei 25, ne? Ja, genau. 25.000. Genau. Das war vor anderthalb Jahren halt in etwa. Ihr wisst, die Preise sinken nicht unbedingt. Also rechnet mal für einen neuen Twin Trailer mit Umbau höchstwahrscheinlich irgendwo zwischen 25.000 und 30.000. Mhm. Ja, also das müsst ihr dann investieren. Dann habt ihr aber in Tatsache wirklich sehr geilen, für unseren Job zugeschnittenen Hänger. Kann man nicht anders sagen. Ja, absolut. Alles klar. Wir verabschieden uns. Bleibt stabil. Richtig. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.